Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Workshop Wie willst du die Demokratie digitalisieren? Dies ist ein Szenarien-Workshop für Zukünfte, durchgeführt vom Dezentrum. Und das sind heute die 7 Personen: Anna, Gini, Romana, Florin, Mirko, Vinzenz und Kadira. Und 7 Personen haben uns bestimmt viel selber zu erzählen, darum halte ich mich hier kurz und übergebe gleich diesen 7 das Wort. 14.53 Uhr. Es ging alles ganz schnell. Es geht irgendwie immer ganz schnell. Aber diesmal ging es zu schnell. Die Hände zittern noch. Der Puls ist viel zu hoch. Es hätte nicht so weit kommen dürfen. Zaha stürmt in die Wohnung. Ezra sitzt verstört auf der Bank, kann den Blick nicht von den Stängeln und Stielen lösen, die auf dem Schneidebrett neben dem Messer liegen. Ihr war ein ordentlicher Schreck eingejagt worden. Wieder vibriert das Smartphone. Grandjean erscheint, wütend gestikulierend. Zaha, wir brauchen dich in der Sitzung. Wieso bist du nicht mehr im Parlament? Sein Mundgeruch schlägt ihr ins Gesicht und leicht nostalgisch denkt sie an die alte Telefonie, die nur Stimme und manchmal Bild vom Gegenüber übermittelte. Grandjean ist ein wütender Mann. Und er hatte recht. Zaha musste sich so schnell wie möglich ins Office zuschalten. Sie streicht er übers Haar. Eigentlich müsste sie doch jetzt bei Ezra sein, um sie vom Schock zu beruhigen. Ezra, ich muss mich schnell ins Office schalten. Es ist ein Notfall. Ich bin gleich wieder bei dir. Draußen schien die Sonne. Die Vorlage Ausweitung des Rechtsstatus der Mykorrhiza war auf 13.15 Uhr angesetzt worden. Davor um 12 Uhr der HoloLunch mit Ezra. Die Anträge waren geprüft worden, alle waren durchgekommen. Es hätten aber nicht alle durchkommen dürfen. Doch nichts deutete auf diesen Fehler hin. Auch ein Blick auf ihren Kalender deutete auf keinerlei besondere Vorkommnisse hin. Vor knapp 3 Stunden war sie noch mit Ezra am Mittagessen gewesen. Es schien alles planmäßig abzulaufen. Zaha war High Frequency Deliberatorin, das heißt, sie organisierte die Abläufe im agilen Gesetzesverfahren und war dafür verantwortlich, hier den Überblick zu behalten. Als sich an diesem Morgen pünktlich um 7.45 Uhr die großen Flügeltüren des Parlaments öffneten und Zaha bei der Arbeit ankam, schien auch alles ganz normal. Hunderte Hologramme, die über, hinter und in Screens liefen und Bildschirme, die in Echtzeit Informationen auswerteten. Ein Stimmengeflecht, das so dicht war, dass man den Dissens förmlich greifen konnte. So sieht Connected Democracy aus. Aber, und das musste sie sich jetzt schmerzlich eingestehen, auch Connected Democracy macht Fehler. Was Sie jetzt gerade von meiner Kollegin Anna gehört habt, ist ein Ausschnitt eines der Szenarien, die im Rahmen unserer Studie Szenarien zur Demokratie und Digitalisierung in der Schweiz entstanden ist. Wir entwickelten diese für die Stiftung Technologiefolgenabschätzung gemeinsam mit Fach- und AlltagsexpertInnen. Es sind wünschenswerte Zukunftsszenarien für eine digital hier in Klammern, Demokratie für das Jahr 2050. Etwas ganz Ähnliches werden wir heute mit euch auch machen. Und zwar werden wir ebenfalls wünschenswerte Szenarien entwickeln. Damit heiße ich euch auch von unserer Seite noch ganz herzlich willkommen in diesem Workshop. Wir sind vom Dezentrum, von einem Think und Do Tank. Wir befassen uns stark mit dem Thema Zukunft, wobei wir nicht von der Zukunft, sondern eher von vielen Zukünften sprechen. Das zeigt nämlich, dass Zukunft nicht etwas ist, was auf uns zukommt, sondern etwas, was wir gestaltet, was gestaltet werden kann und als Gesellschaft verhandelt werden muss. Das gilt nicht anders oder gerade insbesondere für die Demokratie. Und wenn wir an die Zukunft der Demokratie denken, denken wir oft an eine digitalisierte Demokratie. Doch wie so eine digitale Demokratie schlussendlich aussieht oder aussehen soll, ist etwas, was wir als Gesellschaft demokratisch verhandeln müssen. Denn aus heutiger Sicht gibt es viele Entwicklungen, die denkbar sind im Spannungsfeld zwischen Digitalisierung und Demokratie. Einige davon sind wünschenswert, andere weniger. Manche davon wahrscheinlicher, andere weniger. Wir sollten uns frühzeitig überlegen, wie denn eine wünschenswerte Entwicklung aussieht. Denn entscheidend ist dabei die Frage, wie, wenn überhaupt, wollen wir die Demokratie digitalisieren? Indem wir über mögliche Zukünfte benennen, machen wir diese auch vorstell- und somit auch verhandelbar. In den Worten der Science-Fiction-Autorin Ursula K. Le Guin, man kann etwas real machen, indem man es benennt.
Spekulation gibt uns insofern die Möglichkeit, über mögliche Realitäten oder Zukunft zu sprechen, bevor diese eintreffen. Wir haben jedoch beobachtet, dass es oft einfacher ist, über Dystopien zu sprechen und sich Dystopien vorzustellen. Oft geht man von einer Extrapolation der negativen Tendenzen aus. Wir wollen uns jedoch auf wünschenswerte Zukünfte aus Wunschszenarien fokussieren. Denn erst wenn wir als Gesellschaft wissen, wohin wir gehen wollen, können wir in der Gegenwart proaktiv handeln und Gelingensbedingungen für eine wünschenswerte Demokratie der Zukunft aufstellen. Das eröffnet uns Handlungsspielräume für die Gegenwart und die Möglichkeit, als Gesellschaft bzw. als Bürgerinnen und Bürger die Demokratie aktiv mitzugestalten. Insofern sind wir der Meinung, dass Spekulation über wünschenswerte Zukünfte ein entscheidender und wichtiger Schritt der Partizipation und im demokratischen Prozess ist. Im heutigen Workshop wollen wir euch einen Einblick in das spekulative Denken geben, und zwar indem wir selber zu Science-Fiction-Autorinnen und Autoren werden. Wir werden jetzt gleich, der Großteil dieses Workshops ist in kleinen Gruppen. Wir werden jetzt gleich für 20 Minuten in Breakout-Sessions gehen. Und Ziel der Gruppenarbeit ist es, ein wünschenswertes Szenario für eine digitale, auch hier wieder digital in Klammern, Demokratie im Jahr 2050 zu erarbeiten. In jeder Breakout-Session ist jemand von unserem Team dabei, der die euch durch die Gruppenarbeit führen will. Wir haben dazu Fragen vorbereitet, die als Leitfaden für die Entwicklung eures Szenarios nutzen könnt. Am Ende treffen wir uns dann wieder hier und stellen uns die entwickelten Szenarien in 30-sekündigen Pitches gegenseitig vor. Dann würde ich sagen, können wir die Breakout-Räume eigentlich schon öffnen. Das war nämlich schon die sehr kurze Einführung zum Thema. Hat das geklappt? Ich habe Invites für die Breakout-Räume verschickt. Ja, dann gehe ich, glaube ich, Anna und ich gehen jetzt in die 1 und 2, oder Anna? Ich mache jetzt einfach 1 und 2. Ja. Ich kann nicht mehr, ich mache schon 2. Gut. Genau, was machst du für das Thema? Ich hatte das, was dort ist. Ah, okay, gut. Gut. Ist gut, nehmen wir einfach ein Thema. Bis gut, später. Gini, du kannst noch zu mir kommen. Ich lande ich draußen.
You are currently the only person in this conference.
jetzt sind wir so schnell weggegangen und dann haben sie ihn gespart und jetzt sind die anderen auch nicht da. Warten wir noch schnell, bis alle wieder bei uns sind. Hallo. Hallo miteinander, wir sind wieder da. Hallo. Entschuldigung für die Verspätung. Kein Problem. Warte mal, bis alle da sind. Jetzt wieder Hochdeutsch. Dann. Willkommen zurück. Ich hoffe, ihr hattet auch so eine produktive Session, wie wir hatten. Jetzt werden wir uns die Szenarien gegenseitig vorstellen und dazu habe ich so Science-Fiction-Intros vorbereitet, schnell kopieren muss. Ich habe so Science-Fiction-Intros vorbereitet, weil ich gedacht habe, ja, wir erzählen uns ja jetzt Geschichten aus der Zukunft, das würde doch schön untermalt sein von so unseren bekannten Musikstücken. Und die haben dann auch gleich noch einen Timer dabei. Seht ihr jetzt alle das? Wenn es euch zu laut ist, könnt ihr auch den Ton hier runterpegeln. Und weil in meiner Gruppe fanden sie, dass ich das so gut zusammengefasst hätte, darum würde ich jetzt auch gleich das erste Szenario vorstellen. Und dann Anna, bei euch. Ihr seht dann den Timer, der geht dann runter und dann blinkt es so rot dreimal und dann kommt wieder das Grün, wo es dann 3, 2, 1 und dann kann einfach die Person aus eurer Gruppe gleich weitermachen. Ja, ich hoffe, ich schaffe es in 30 Sekunden. Ja, ich hoffe es auch. Gut, dann würde ich starten. Die Idealvorstellung über ein breites Angebot von Diskussionsmöglichkeiten, von Plattformen und so weiter. In diesem Angebot sollte es auch Raum geben für selbstorganisierte Gruppen oder selbstorganisierte Diskursplattformen. Darunter wurde auch genannt als Beispiel von einer dieser Möglichkeiten ein BürgerInnengespräch. Oh mein Gott, ich bin noch nirgends. Ein BürgerInnengespräch als Möglichkeit. Die Plattformen sollten jeweils, oh Gott, weil ich hier die dann drücke, mache ich jetzt einfach Stopp und dann trotzdem noch fertig, was das Szenario war. Die Plattformen sollten klar kommunizieren, was sie abdecken und nach welchen Regeln sie funktionieren. Und als Teilnehmerin in diesen Diskursräumen sollte ich mehrere Plattformen nutzen können, die sich ergänzen. Und alle sollten informiert werden über diese Partizipationsmöglichkeiten. Und das sollte auch in der Schule schon Jugendlichen beigebracht werden. Und alles, was dort entsteht, sollte dann integriert werden in einen demokratischen Prozess. Und die Ergebnisse aus diesen Diskursräumen sollten auch wieder in die Demokratie zurückfließen. Das war jetzt nicht so gut, das Vorbild. Ich mache weiter auf Play und Anna, vielleicht schaffst du es. Eigentlich musst du gar nicht Play drücken. Aber die Musik ist trotzdem schön. 30 Minuten Musik. Also gut. Also wir fangen eigentlich relativ ähnlich an, also im Jahr 2050 diskutieren wir auf einer globalen, aber dennoch lokal verankerten und dezentral organisierten Plattform, wo niemand von diesem Geschäftsmodell in dem Sinn wirtschaftlich profitiert, sondern wo keine finanziellen Interessen dahinter steht, sondern lediglich die des guten Diskurses und der
Zivilgesellschaft. Und diese Plattform ist mit im Jahr 2050 mit durch intelligente Algorithmen kuratiert, und es gibt wie so zwei Schienen. Das eine ist so, dass die Beiträge sortieren, weil wir haben ja schon, es ist eine globale Plattform, aber dennoch muss der Algorithmus ja anzeigen, welche Themen so relevant sind für diese einzelne Person, also dann oft auch auf lokale Themen zugeschnitten, und auch, dass man wieder versucht, diesen Bubbles entgegenzuwirken, indem man versucht, den Zufall wieder etwas mehr auf diese Plattform zu bringen, und dass man zum Beispiel auch gegenteilige Meinungen miteinander matcht. Und die zweite Schiene ist, dass so intelligente Bots eigentlich die Moderation auf diesen Plattformen übernehmen, weil eine Person kann ja nie das neutral moderieren, und vielleicht ist ein zivilgesellschaftlich kontrollierter Bot dann die bessere Möglichkeit. Und zwar sorgt dieser Bot einerseits, dass man die Inhalte zusammenfasst und einordnet, und dass er die Diskursstränge so moderiert, und aber auch schaut, dass alle Teilnehmenden gleichberechtigt zu Wort kommen, weil diese Plattformen sollen ja auch niemanden ausschließen, und das soll alles dazu beitragen, dass man sich nicht in so einem Rabbit Hole verliert, sondern dass man wieder auch gut auf der Diskussion aufbauen kann. Das wäre unsere wünschenswerte Zukunftsvorstellung für die Demokratie im Jahr 2050. Vielen Dank, Anna. Okay, das klingt super, ja. Sagen wir mal so, vom Stream müssen wir uns verabschieden, und ich muss hier meinen Arbeitsplatz räumen, weil in ein paar Minuten geht es hier im Livestream weiter für neue Online-Partizipationsplattformen und der Zivilgesellschaft. Auch das ist ein Workshop, gar nicht so weit weg von dem hier. Darum würde ich sagen, wir verabschieden uns mal vom Stream-Publikum, wenn es dieses gibt. Wir, die jedoch hier in dieser BigBlueButton-Session sind, können gerne bleiben und hier einfach weiter diskutieren, solange wir wollen. Die nächste Session findet in einem neuen BigBlueButton-Raum statt. Also so gesehen, der bleibt offen, und solange ihr Zeit und Lust habt, dürft ihr gerne hier bleiben. Ja, dann bedanke ich mich soweit mal für euren Einsatz und vor allem auch für beim Dezentrum für die Organisation. Und ich wünsche euch eine spannende weitere Diskussion. Vielen Dank. Danke, Dani. Ich würde sonst vorschlagen, Ramona, dass du wie die Präsentation und noch